Wir nennen ihn Odysseus, nach dem Kirk Douglas-Film mit dem Riesenzyklopen. Er hilft der Frau sogar noch bei der Stimulation. Mir gefällt nicht, wohin das führt. Ich habe Odysseus selbst entworfen und gebaut. Ich benutze Kaltlicht für die Beleuchtung und habe eine Miniaturkameralinse an der Innenseite eingesetzt. Wer macht noch so etwas? Niemand. Und wer macht so etwas in 5 Jahren? Jeder. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Jane, entspann dich. Hol tief Luft. Es wird genau wie sonst auch, glaub mir. Nur, dass der Provost der Universität mir diesmal dabei zusehen wird. Nein, er sieht nicht dir zu, er sieht der Wissenschaft zu. Der beste Platz des Hauses. So, die Patientin kontrolliert Odysseus ganz allein. Alles, was Sie zu tun haben, ist, sich nach vorn zu beugen. Nah ran, etwas so. Auf diese Weise haben Sie die bestmögliche Sicht durch die Linse. Aber nicht zu nah, sonst bekommen Sie ihn ins Auge. Sie meinen, nehmen Sie sich von dem Dildo in Acht? Stellen Sie sich vor, Sie sind Sir Edmund Hillary, der das Basiscamp verlässt. Wann immer Sie bereit sind, Miss.